Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Handgepäckbox von Clouseau. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und die Boxen halt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Handgepäck von Clouseau, so sieht das Ganze aus. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz anschauen. Und zwar lesen wir hier Clouseau Handgepäck HGP, Limited Fanbox, inklusive CD plus Bonus-CD, Beutel, Reisepasshülle, Patch, Luggage Tag, Poster plus Postkarte. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten wahrscheinlich hier an dieser Schweißnaht zu öffnen. Und dann machen wir das Ganze mal ab. Wenn es funktioniert. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine schwarze Box, rechteckig, eher flach gehalten das Ganze. Und das ist matt gestaltet. Und wir haben hier auf der Oberseite Clouseau Handgepäck HGP in so einer Raute, in so einem Karo eingeprägt. Und auch dieses Karo hier, alles hier ist eingeprägt. Bedeutet, man kann das wirklich hier spüren. Das ist tiefer eben in der Box drinnen. Ansonsten die Box rundum in diesem matt-schwarz gehalten. Und auf der Rückseite bzw. auf der Unterseite habe ich noch hier einen Infozettel mit angebracht. Der ist hier angeklebt. Also den könnt ihr hier einfach entfernen. Der ist hier mit so einem kleinen Klebetropfen festgemacht. So. Und zwar lesen wir auch nochmal. Clouseau Handgepäck limitierte Fanbox. Handgepäck CD. Also dann haben wir die Tracklist drauf, 18 Tracks, Bonus-CD, hier gibt es nochmal 5 Tracks extra, Beutel aus 100% Baumwolle, Reisepasshülle, Logo-Patch, Luggage-Tag, Poster und Postkarte, alles klar. Credits und Barcode, so sieht das aus, also einseitig bedruckt. Gehen wir mal zur Seite und nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir die Box jetzt mal öffnen. Also schauen wir mal, was sich jetzt darin befindet. Ich meine, wir wissen es zwar jetzt schon von diesem Inhaltsverzeichnis, von der Angabe, aber wir wollen das Ganze natürlich auch nochmal im Detail ansehen. Der Deckel geht relativ schwer auf. Ich plage mich da gerade ziemlich. Eieiei. Oh. So, aber jetzt. Also wir sehen hier auch nochmal dieses HGP, diese Raute hier ist wirklich eingeprägt, sehr schön gemacht, von innen auch schwarz gehalten. Dann haben wir hier so ein braunes Verpackungspapier, ein bisschen wie so Backpapier, auch mit HGP Sticker zugeklebt. Machen wir mal vorsichtig auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Reisepasshülle, diesen Beutel aus Baumwolle. Das Album an sich, Handgepäck. Dann diesen Luggage Tag, also diesen Anhänger für Rucksäcke, Koffer etc., also für euer Gepäck. Diesen Patch zum Aufnähen oder Aufbügeln. Das Bonusmaterial, die Bonus-CD. Eine Postkarte und das Plakat bzw. Poster. So. Dieses Backpapier natürlich auch zu entnehmen, von innen die Box auch wieder glatt schwarz hier unten. Lasst ihr mal so drinnen. Ich werde die Box mal wieder zumachen. So. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir starten wie immer mit dem Album und nachdem das Album und dieser Beutel hier noch verpackt ist, werden wir die mal aus der Folie befreien. So, einmal der Beutel und hier lesen wir auch nochmal auf dem Sticker Handgepäck Clouseau, das neue Album. Das Ganze werden wir dann hier einfach mal aufschneiden. So. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein Digipack. Oben links lesen wir Clouseau, dann hier Handgepäck 1. Und dann haben wir hier in schwarz-weiß so eine einsame Straße. Sieht nach einer relativ kargen Landschaft aus.
Auf der Seite lesen wir auch nochmal das Clouseau Handgepäck. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 18 Tracks an der Zahl. Das ist eine Menge. HGP. Und hier lesen wir noch, sieht aus, als wäre das irgendwie mit Bleistift hier zugefügt. Hier lesen wir, das Unbekannte ruft, du hast so viel von der Welt noch nicht gesehen. Also passend zu dem Titel Handgepäck, dieser Spruch zur Abenteuerlust, zur Reisebereitschaft, haben wir die Credits und einen Barcode. Gut, so sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet. Neben ihm ein leerer Stuhl. Also hier ist noch Platz. Dann haben wir hier links in diesem Einleger, in diesem Täschchen, das Booklet. Schauen wir mal hinein. Wie versprochen. Okay, also, wir haben hier einmal den Track Aufbruch Nummer 1, dann ist wie versprochen der zweite Track. Natürlich ist Aufbruch sowas wie ein Intro, ohne wirklich Text. Und dann haben wir hier den ganzen Text abgedruckt des Liedes. Gefällt mir gut. Also das Booklet, sowie auch das Artwork des Albums schon komplett in Schwarz und Weiß gehalten. Und dann haben wir hier zu den einzelnen Tracks wirklich alles abgedruckt. Gefällt mir immer sehr gut, wenn man sowas macht. Da kann man mitlesen oder falls man irgendwie einen Text nicht ganz verstehen sollte, auch gerne mal dann nachlesen. Und dann haben wir hier diverse Aufnahmen aus Clouseaus Alltag bzw. aus seinen Reisen rund um die Welt. Sehr schön. Und hier zum Abschluss noch wieder ein leerer Stuhl. Booklet machen wir wieder rein. Und dann schauen wir mal die CD an. Die ist dann auf der anderen Seite. Auch wieder in so einer Tasche. Diese in schwarz-weiß bzw. grau gehalten. Clouseau, Handgepäck, HGP auch wieder hier zu lesen. So. Dann haben wir zusätzlich zum Album, zu diesen 18 Tracks, ein Bonusmaterial, eine Bonus-CD. Bonus-CD live bei TV Noir. Hier Clouseau mit Gitarre auf einer Couch. Und zwar haben wir hier 5 Tracks nochmals extra. Also hier einmal ein Westernhagen-Cover und die anderen 4 Tracks auch mit dabei. Also 5 Tracks insgesamt, kommen wir auf 23. Dann haben wir die CD in schwarz und weiß gehalten. Kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Eine Postkarte ist mit dabei, mit dem Motiv, das wir schon vom Cover kennen. So sieht das aus. Jawohl. Also die könnt ihr natürlich verschicken, hier die Postkarte draufkleben und den Empfänger. Oder aber einfach irgendwie auf den Schreibtisch stellen oder an die Wand hängen, je nachdem. Ist ja sehr unüblich heutzutage noch Postkarten zu schreiben, aber es gibt natürlich viele Leute, die das noch machen, gerade wenn sie im Urlaub sind. Das ist eine schöne Sache. Dann haben wir diesen sogenannten Luggage Tag, also das ist so ein kleiner Karabiner mit so einem, es ist, ich glaube, Kunststoff, also Hartplastik. Da kann man das dann entsprechend an sein Gepäck dran machen, um das leichter zu identifizieren. Und wir haben auch hier wieder diese einsame Straße. Und auf der Rückseite sieht fast aus wie so ein Backstage oder so ein Festivalpass. Und zwar steht hier AAA, also das ist ja meistens für Access All Areas, also ihr dürft damit überall hin. Genieße den Augenblick vor deinem Weg, kurz bevor die Reise losgeht. Dieses Handgepäckstück gehört, und da könnt ihr dann natürlich euren Namen eintragen, wenn ihr das möchtet. Sehr schön. Dann haben wir diesen Patch in schwarz und weiß gehalten, HGP bei Clouseau. Dieser ist kreisrund. Dann haben wir mit dabei so einen kleinen Baumwollbeutel. Also eventuell, ja, Schuhe, muss ich ehrlich sagen, werden wahrscheinlich nicht ganz reinpassen, dafür ist er etwas zu klein. Aber diverses Zeug, also Handy oder irgendwie Kabel, Aufladezeug, Akkus, was auch immer ihr da reinmachen wollt, könnt ihr natürlich da reinmachen und das dann entsprechend hier mittels diesem Seil, dieser Kordel hier, das Ganze dann straffen zuziehen. Auch hier lesen wir natürlich wieder Handgepäck, HGP. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses sieht so aus, wie sollte es anders sein? Auch hier wieder diese einsame Straße, die wir schon vom Cover kennen. Und oben lesen wir dann auch wieder Interpret plus Albumtitel. So etwas in so einer kaputten Optik. Also es sieht etwas verbraucht aus hier oben. Als wären die Ecken schon beschädigt. Ich hoffe, man kann das sehen. Jawohl. Also,
Das Poster ist nagelneu, das ist wirklich ein Stilelement, das wurde so gestaltet. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch so eine Kartonhülle, und zwar für den Reisepass. Dieses relativ schlicht gehalten in so einem Kartonbraun. Und hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. So sieht das aus. Und ich habe jetzt meinen Reisepass gleich hier. Bedeutet, wenn wir das jetzt mal ausprobieren möchten. Ist gar nicht so einfach. So. Kurz noch. So, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt haben wir den Reisepass hier drinnen. Bedeutet, dieser ist jetzt geschützt. Und so können wir den jetzt mitnehmen, aufreisen um die Welt. Sehr schön. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann diesen kleinen Stoffbeutel hier mit HGP-Aufdruck. Diese Marke, diesen Anhänger hier für euer Gepäck, den HGP-Aufnäher, die Postkarte, die Hülle für den Reisepass, die Bonus-CD mit 5 Tracks und natürlich das Album an sich im Digipack mit 18 Tracks. Ups. Das alles in dieser wunderbaren Box, HGP bzw. Handgepäck von Clouseau. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Clouseau unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.